Also das Mädchen mit den Schwefelhölzern war für mich schon beim Komponieren ein Abenteuer mit unbekanntem Ausgang. Und es ist jetzt fast bei jeder Aufführung wiederum doch auch für mich ein Abenteuer. Es ist eben schon so viel drin los und dann ich versuche auch zu genießen. Meistens bin ich eher dabei zu kontrollieren. Ja, verstehe. Aber es macht mir mit allem Stress, den da also psychologisch sich damit verbindet, macht mir Freude. Es ist eine gute Einstudierung und ich lerne jedes Mal sehr viel, auch über Klangtechnik, ich lerne auch ein bisschen über Dramaturgie und das Stück war ja für mich ein Vorwand, um mit Singstimmen zu arbeiten, was ich sehr selten gemacht habe. Und bei mir gibt es immerhin jetzt zwei Soprane, die entsprechen dieser Person des kleinen Mädchens. Ich habe einen Stoff gewählt, sehr bewusst, bei dem keine Dialoge stattfinden. Also das Mädchen muss nie irgendjemanden ansprechen oder wird nicht angesprochen, das Mädchen ist allein. Das heißt, wenn es singt, dann friert es, es schnattert, es bibbert, es keucht, es schnappt nach Luft, in richtiger Kälte kann das ja passieren. Und irgendwo, es erinnert sich, das ist dann in diesem Fall hörbar, da singt es und es, wenn es dann zum ersten Mal eines der Streichhölzchen für sich angezündet hat, einfach eigentlich verbotenerweise, um sich selber zu wärmen, dann erlebt es eben unglaubliche Dinge, die ein normaler Käufer nicht erleben würde. Und dann staunt es. Das Mädchen erinnert sich eben nicht nur an die Mutter oder an den Vater, vor dem sie Angst hat, weil er sie schlagen würde, wenn sie nicht verkauft, sondern sie erinnert sich an die Großmutter, die gesagt hat, wenn ein Stern vom Himmel fällt, steigt eine Seele zu Gott empor. Das erinnert ein bisschen an das Sterntalerkind. Das ist wirklich auch ein bisschen drin. Auch das Sterntalerkind steht da so im bloßen Hemd da und da kommen die Sterne. Und bei meinem Fall ist das eine Partie, wo ich eben meine Mädchengeschichte öffne. Und das Ganze verschiebt sich jetzt um ein paar Längen, gerade in den Süden, dort wo der Schwefel herkommt. Das ist eben die vulkanische Gegend um den Ätna, Stromboli, alle diese Berge werden auch in einem Text von Leonardo Vinci dann genannt, beschworen. Und das heißt, mitten in der lausigen Kälte von Kopenhagen ist man jetzt in der Hitze. Und, aber das sind natürlich alles Metaphern. Und es wird dann hier, das ist ein Text von Leonardo, wo er diese Eruption mit der brennenden Begierde, er nennt das große Durcheinander wahrzunehmen, das die sinnreiche Natur hervorgebracht hat. Es geht noch weiter, es hat etwas mit Suche nach Erkenntnis zu tun. Ich habe diesen Text ewig schon gekannt, inzwischen kenne ich auch das Original, das liegt in Codex Arundel in London. Und auch dort die Überschrift Suche nach Erkenntnis. Das ist auch etwas, wonach vielleicht der Mensch, ob es nun das Mädchen ist oder Sehnsucht hat. Und die wird dort konkretisiert, wenn man so will, aber immer noch in einer erzählten Metapher durch eine Höhle, vor der der Wanderer in diesem Fall innehält, im Gefühl der Unwissenheit und dann eben die beiden Empfindungen in sich spürt, es ist eine Furcht vor der drohenden Dunkelheit dieser Höhle, in die sie oder er nicht hineinblicken kann, weil es finster ist. Andererseits mit eigenen Augen zu sehen, was darin ein Wunderbarem sein möchte. Das ist die eine Öffnung der Geschichte. Und es gibt noch eine andere, die ist viel mehr an die Wirklichkeit angelehnt, in der wir ja auch leben. Denn ich habe das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern dann in eine Beziehung gesetzt zu dem etwas schon älteren Mädchen, welches seinerzeit, ja 1968, ein Kaufhaus in Brand gesetzt hat, als eine Art ziemlich verzweifelten Protest gegenüber der Gleichgültigkeit unserer bürgerlichen Gesellschaft
im Konsumrausch des Wohlstandes, in der man sich eigentlich nicht darum gekümmert hat, was in dieser Zeit in der Wirklichkeit passiert. Die Wirklichkeit ist in diesem Fall die Napalmangriffe in Vietnam, wo Zivilisten, Menschen, Kinder umgebracht wurden, abgesehen von der Natur, die zerstört wurde. Und alles, was um uns herum an Unrecht geschieht, das war die Gudrun Enslin von 1968, die in der Folge dann wirklich kriminell geworden ist. Das ist mein Mädchen mit Schwefelhölzern, die eben nicht wie das Andersensche Mädchen unwehleidig versucht, ein bisschen Glück sich zu verschaffen durch dieses Anzünden von Streichhölzern und irgendetwas Unglaubliches erlebt, aber wie gesagt, die Streichhölzer, die gehen ja alle wieder aus. Das heißt, für mich war die Hauswand schon eine andere Variante jener Höhle, hinter der, in diesem Fall nicht hin, nur in diese hineinzublicken sucht. Also das ist für mich fast wichtiger als das Mädchen selber. Als Komponist war für mich das, oder ist bleibt noch der Mittelpunkt für mich. Also wir alle warten ja irgendwann, was hinter der Mauer oder in der Höhle auf uns wartet. Das ist für mich eben nicht nur eine idyllische, rührende Geschichte, die man eben wieder unterm Lichterbaum bei Kaffee und Kuchen den Kindern vorliest, sondern das ist eine sehr realistische Anklage unserer bürgerlichen Gleichgültigkeit, die irgendwie sich fromm drapiert und alles feiert und so. Aber dahinter ist ein Moment von Abgrund in unserer Gesellschaft, der wird auf eine ganz subtile Weise bewusst gemacht. Bei mir ist es vielleicht auch ein bisschen aufrührend. Das wäre ganz nett, also wenn das gelingen würde. Obwohl ich als Komponist kein Recht habe, über die Empfindungen zu urteilen oder die zu manipulieren, die entstehen. Das muss aus der Geschichte, aus dem ganzen Kontext selbst kommen. Komponist, finde ich, hat nicht was zu sagen. Komponist hat etwas zu machen. Und das, was er macht, wird viel mehr sagen, als was er sagen könnte. Ja, es wird auch ihm selbst was sagen. Also immer dieser alte Spruch, den ich sage, Ausdruck entsteht auf der Rückseite dessen, was der Komponist macht. Und ich bin einfach beschäftigt gewesen, mit einer Musik zu komponieren, die so etwas wie eine, ich habe es immer wieder so genannt, einen meteorologischen Zustand schafft. Also Kälte, klirrende Kälte. Das Klirren ist schon eine akustische Erfahrung und die Streicher, wenn sie irgendwo in der obersten Höhe spielen, das ist sozusagen im ewigen Schnee. Also man kann eine Menge, oder auch Luft, der Wind. Ja. Und ich habe hier Blechbläser, die wie eine Lunge nicht nur feierliche Klänge spielen, sondern bei denen es zischt und braust und so weiter. Also im Grunde ist es fast etwas ganz naturalistisch Gedachtes, aber für mich ist es zunächst einmal absolute Musik, die jetzt aber mit Bildern die Wahrnehmungsmöglichkeiten noch einmal öffnet.